Hallo und herzlich willkommen zu Part 75 meines Let's Plays von Subterracore. Ja, wir sind immer noch in der Forschungsstation der Ankaraner. Ja, von Ankara. Schauen uns etwas um. Versuchen, oh Gott, lauter Gegner. Und versuchen irgendwie an eine übrig gebliebene Kiste. Ja, da müssen wir uns wahrscheinlich überall mal umschauen. Abgeschlossen. Ja, schön. Vielleicht hat ja ein Gegner den Schlüssel. Hallo, ihr. Schauen wir doch mal. Ich will einen Flächenangriff starten. Flächenangriff los. Perm. Okay. Dann würde ich sagen, werfen wir doch gerade mal etwas Napalm. Ich werde mal für Napalm. Ich mache jetzt einfach mal Natalen. Komm schon. Verdammt. Das ist echt Hammer, wie viel die aushalten. Das ist richtig nervig, dass sie so schwer zu besiegen sind. Na gut, schwer. Einfach, es dauert einfach nur unnötig lange. Wollte uns wohl was klauen, was? Der hat uns wohl was geklaut, was? Tja, da hat auch dein Schutzband nichts mehr gebracht. Okay, und komm schon. Jawohl. Hatte jemand von denen einen Schlüssel? Nein. Können wir hier die Türen öffnen? Haha. Gut, sie hat gerade aus einem Glaskasten mit Knopf ein Rieshals geholt. Frag ich mich, wie? Abgeschlossen. Wow, das siehst du von hier aus. Ist ja krass. Oh. Aha. Die stehen alle so doof. Kann man einfach nichts machen. Oh. Doppelhaken. Ich glaube, die stehen auch zu weit auseinander, als dass da irgendein Flächenschaden wirksam wäre. Machen wir einfach hitziger. Haha. Alles klar. Brot brauchen wir hier. Brauchen wir da auch. Und da auch eins. Dann Core-Energie aufladen. Okay, gut. Da können wir rein. Da haben wir nichts. Hier auch nicht. Ja. Okay. Dann schauen wir mal hier oben. Ach je. Einmal hier reingeschaut. Ein bisschen gekämpft. Was machen wir denn? Mal auf die. Da habe ich wieder gepennt jetzt. Wir wollen doch den Torso Blast benutzen. Und dann eine Granate rein. Okay. Bringt's nicht mehr so wirklich. Machen wir Heatseeker. Achso. Ich dachte gerade, der wirft seinen Teamkameraden ab. Das wäre ja recht blöd von ihm.
wir es einfach mit mal einem leichten Angriff. Okay. Probieren wir es einfach mit. Ich hasse es, wenn sie uns Gold klauen. Ich hasse es. Oh, so. Ja, ja. Und was haben wir hier? Nichts. Wow, super. Das hat sich so gelohnt. Was haben wir hier? Abgeschlossen. Aha. Da ist aber ein Schalter. Ach, warum steht der denn hier so blöd? Na los, greift an. Oder heilt euch einfach so. Es bringt gar nichts. Sehr gut. Ich warte einfach mal ab. Kann man X machen. Aber jetzt Headshot. Schade. Das wäre es ja noch, wenn man genau zielt, dass man dann kritische Treffer macht oder so. Das wäre es ja. Wir gehen mal auf den, weil der wahrscheinlich mehr Leben hat. Weil der besseren Zauber in Gänsefüßchen hat. Okay. Wir hauen hier mal das raus. Okay. Und zack. Und hier. Das. Nee, Hitziger nutze ich nicht. Und hier den Doppelangriff. Ein Schlag. So. Und wir betätigen den Schalter. Oh mein Gott, wer hätte das erwartet? Was haben... Oh Gott. Ich glaube, die sollten wir besiegen. Vielleicht haben die ja einen Schlüssel. Und ich glaube, ich sollte mal wieder trainieren. Damit ich hier den dann schneller noch die Kauleiste polieren kann. Wie man so schön sagt. Und da waren es nur noch einer. Besser gesagt, da war es nur noch einer. Wollen wir doch mal ein bisschen stehlen, hä? Ah, nichts gestohlen. Ich weiß echt nicht, was das bringen soll. Weil irgendwie stehlen wir bei Gegnern nichts. Er kann nichts haben. Außer wir können vielleicht unser Geld zurückstehlen. Ist ein bisschen doof. So, wir machen mal einen stärkeren Angriff, damit er auf jeden Fall tot ist. Okay, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas? Muss doch irgendwas sein, irgendein Schalter. Ja, da ist doch einer. Und der macht bestimmt gar nicht die Tür zu den Gasmastentruhe auf. Oh, jetzt gedacht. Oh, sogar die andere auch. Habe ich jetzt aus Versehen weggeklickt. Okay. Dann schauen wir mal hier rein. Ah, nur Kämpfer. Alles klar. Beachte uns einfach nicht. Sehr gut. Endlich haben wir alle Gasmasken. Ah. Das ist eine Bio. Ja, ich weiß. Dankeschön. Das ist die dritte Bio-Atemmaske. Endlich können wir raus. Endlich. Ich will ja einfach nur noch... Oh Gott, nein. Nö, ich fliehe. Das muss jetzt einfach nicht sein. Tschüss dann. Wo müssen wir lang? Bring. Wir müssen nach da unten. Und schon sind wir draußen. Jawohl. Wahrscheinlich können wir dann auch vom Birkspass aus noch... Ach, da müssen wir hier unten landen. Ich
Vielleicht können wir vom Gepäckspass. Gepäckspass dann. Ah, hier kommen die Fliegen, ne? Ja, genau. Dann aus auch ins Kopfgeldjägerlager, aber ich denke, da müssen wir doch nicht hin. Da, dass wir da. Oh, ich frag mich. Oh, die sind ja jetzt ganz einfach. Na, ja, dafür bringen sie auch nichts. Oh, aber oh. Das dauert lange. Bis zum nächsten Level ab. Ja, ich denke, dass wir erstmal zum Moderwald nach Terra 7 sollten. Und dann schauen wir am besten auch einfach. Ja, stimmt. Jetzt können wir auch alles überfliegen. Ja, dass wir als erstes mal ins Dorf gehen und den Ältesten irgendwie mal ein bisschen. Ach, da war das ja auch noch Moderwald. Jetzt mal ein bisschen ausfragen. Schauen wir doch nochmal das Bild an. Was stellt diese Schnitzerei dar? Sieht aus wie das Wesen, das Gemmas Festung bewacht. Der Höllengott! Fremde befreiten ihn vor vielen Jahren. Die Ankaraner und die Djinnen? Ja, sie gruben zu tief. Höllengott kam aus Kur und zerstörte alles. Zerstörte Dorf. Wir kamen hier. Kralle von Höllengott, immer noch in altes Dorf. Höllengott lebt in Lava. Hitze nicht schaden. Vorsicht. Wo ist dieses Alt? Im Moderwald. Nicht hingehen. Großer Wald, Gift für Fremde. Genau. Braucht Helme. Sie meinen Gasmasken? Genau das meine ich. Was haben wir eigentlich noch? Zellenschlüssel, Chorschlüssel. Okularscheibe, Diamantscheibe, können damit irgendwas Wir können die Okularscheibe. Das erste Ding ist mir völlig unbekannt. Ich sollte vielleicht jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt. Das erste Ding? Das erste Ding ist mir völlig unbekannt. Ich sollte vielleicht jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt. Hä? Das erste Ding ist mir völlig unbekannt. Was zur Hölle? Was für ein Ding? Zurück! Mein Volk zurück! Fremde weg! Ja, und wir hoffen, dass sie auch nicht mehr wiederkommen. Wir helfen, wenn können. Nur Fragen brauchen. Ich werde daran denken. Danke. So, was haben wir denn jetzt? Wird ihr Volk jemals den Fremden von den anderen Schollen vertrauen? Vertrauen euch! Guter Anfang, oder? Ja, denke schon. Ich habe nichts zu sagen. Alles klar. Sie waren wahrscheinlich schon vor Jahren hier, zur Zeit des Krieges. Arme, weg! Und doch nicht weg! Kümmer dich um deinen eigenen Mist, du Penner! Ganz schön harte Worte. Wow. Höllengott und Knochenkreise. Ja, fragen wir nochmal wegen Knochenkreisen. Hier gibt es nur wenige Gebäude. Wir verlassen altes Dorf vor langer Zeit. Bleiben hier als Höllengott. Altes Dorf angegriffen. Kralle von Gott immer noch in altes Dorf. Ich glaube. In Moderwald. Ja, ja. Ich glaube, wir brauchen diese Kralle vom Höllengott, wenn er die ganze Zeit erwähnt. Ist noch immer hier in der Nähe? Nicht sicher. Aber wir ihn verletzen. Schlugen eine Kralle ab. Immer noch in altem Dorf, tief im Moderwald. Tja, da werden wir wohl hingehen müssen, aber vorher heilen wir uns hier mal. Genau, da geht es ja. Und dann würde ich sagen, wir fliegen nur noch schnell dahin. Und dann beende ich den Part. Und im nächsten Part schauen wir mal, was wir im Moderwald so tun können. Ich kann nicht mal direkt drüber fliegen. Hallo? Wo ist der Eingang? Alles klar. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute und ciao.